Halli, hallo, hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Der Nebel ist zwar immer noch da, aber ich muss gestehen, es ist, es ist ein Problem beim Laden aufgetreten. Würde ich... Hölzeber! Hupsi. Alter, ich habe gar nichts gemacht. Oh. Okay, wie ihr seht, es ist ein kleines Problem beim Laden aufgetreten. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich hier im Haus war. Das hatte ich, glaube ich, alles schon durchgeguckt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, super. Rex, Rex und nochmal Rex. Ja, es ist ein klitzekleines Ladeproblemchen aufgetreten. Das war so nicht geplant. Wir waren jetzt etwas laut. Oh, und ich weiß nicht warum. Oh. Mir war jetzt langweilig. Ich wollte unbedingt ein bisschen weitergehen, weitermachen. Okay, wir sind noch... Wir sind ja schon ganz schön zugepackt hier. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass wir schon so viel mitgenommen hatten. Käse. Na toll. Oh, und ich dachte mir, ist ein bisschen langweilig. Komm, gehst du mal los. Guckst dich wenigstens noch ein bisschen im Haus um oder so. Ja. War scheiß Idee. War eine scheiß Idee. Ist aber nicht schlimm. Wir kriegen das hin. Ich darf nur nicht... Nein, das ist nur was anderes. Ich darf nur nicht rennen, sonst bin ich noch ein bisschen auffälliger, glaube ich. Hier mit den Militärtrucks dachte ich... Ja, schön, ne? Hast du... Ja. Schön, hast du ein bisschen hier Fettbeute? Nö. Nö, Militärtrucks, ohne Beute. Was ist das da? Was ist das denn hier für ein Schlauch? Okay, hier liegt ein Schlauch mitten in der Botanik. Keine Ahnung was, das sieht eher aus, als könnte man da durchlaufen, aber dafür ist er ein bisschen klein, oder? Also, gebückt kann man durchlaufen bestimmt. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, mir war ein bisschen langweilig, ich wollte ein bisschen weitermachen, war wohl eine doofe Idee, aber es geht. Wir kommen schon irgendwie klar. Slightly wounded. Nee, severely, sogar schlimm verwundet. Ah, komm, ist wurscht. Ist wurscht, ich glaube, der Nebel klart schon auf, wir sind zwar schlimm verwundet, aber... Das geht noch, noch haben wir reichlich Reserven, was Verbände angeht. Wir können demnächst auch wahrscheinlich mal ein paar mehr machen. Oh! Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Ist das vielleicht die Mine? Kriegen wir jetzt endlich Erze? Oder ist das nur Versteck? Versteckspiel. Irgendwas. Kann ich, habe ich... Moment, vier, glaube ich. Kann ich hier? Nö. Höh! Alter, jetzt wird das auf einmal duster hier. Ich mache mal Taschenlampe an. Wow, was haben wir denn hier? Socken, Konserven, kann ich aber alles nicht mitnehmen. Das sieht nur aus, als wäre es feucht.
Eine schöne Lederjacke kann ich nicht mitnehmen. Ah, das sind die Erze, Wetten. Das sind die Erze. Ja. Oh, ich muss auf meinen Arm achten. Ja, Messing. Ist it nice? Ist it nice? Hier sind die Erze. Da haben wir Kupfer. Ja, nice. Richtig nice. Das ist tatsächlich die Mine. Voll gut. Voll gut. Ist das dann Eisen? Komm, das ist Eisen. Wir haben... Ja, die kann man stacken. Äußerst gut. Ja, Eisenerz, 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 Eisenerz. Nice. Bin gerade aber ein bisschen skeptisch, nicht, dass hier unten noch wer rumkrebst. Das sieht sehr eigenartig aus. Und wo kommt das grüne Licht weg? Okay, da ist zu. Da, hier kommt man nicht durch, ne? Nein, hier ist Ende Gelände. Da auch. Was haben wir? Knicklichter. Das heißt, wir haben hier schon jemanden. Es ist schwarz. Ich dachte erst, es wäre Blut oder so, aber nö. Aber wenn ich hier durchgehe, fällt mir da so ein Kopf oder was? Nee, ne? Nee. Okay. Wow, okay, wo geht's denn hier hin? Ich bin gerade ultra neugierig. Wir gucken erstmal gerade hier. Geht die Tür auf? Nein. Da können wir nichts machen. Dann... Das sieht echt komisch aus. Das sieht auch nicht aus wie Rost. Das sieht ein bisschen aus wie Farbe. Und hier ist ein Laster durch die Tür gefahren. Hä? Okay. Echt jetzt? Das Minenlevel wird hinzugefügt im nächsten Update. Na toll. Aber wir wissen immerhin schon mal, wo es ist. Wir wissen immerhin schon mal, wo es ist. Und so wie die Sachen respawned sind, können wir auch mit den Erzen und so arbeiten. Das ist sehr gut. Wir wissen schon mal, wo wir hin müssen, wenn wir uns ein bisschen ausstatten wollen. Das ist hervorragend. Das ist richtig gut. Okay, dann hier schnell wieder raus. Gerade gucken, geht's hier noch weiter? Haben wir hier vielleicht noch irgendwie... Ja, sehr schön. Hier ist irgendwie Wasser drunter. Okay, hier alle Klärchen. Nein, das ist eine optische Täuschung. Das ist gar nicht da. Okay, war Fehler. Nö, ist gar nicht da. Das sieht nur so aus. Das ist eigentlich gar nicht hier. Aber hier unten können wir also die ersten Erze sammeln. Da müssen wir dann warten, bis es respawned ist. Und dann können wir die Erze, die hier sind, schon mal mitnehmen. Das finde ich hervorragend. Na, einen noch, das kriegen wir hin. So, 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 so. Alles Klärchen. Okay, ist auch nicht, sieht ein bisschen komisch aus, aber die Erze sind auf jeden Fall erkennbar. Das finde ich sehr gut. Das ist ganz fantastisch. Wir haben Erz gefunden. Eisenerz, Kupfererz und Messing oder so. Das ist richtig super. Das heißt, wir können auch Munition und so machen. Das, oh, das finde ich schön. Das ist richtig, richtig gut, richtig wichtig.
Richtig wichtig. Das reimt sich sogar und alles, was sich reimt, ist gut. Das kennt ihr doch noch, ne? Pumuckl, oder? Irgendwer? Ich weiß nicht. Ja, voll prima. Ansonsten muss ich gestehen, für so eine Militärbasis, wo auch überall noch Militärkisten sind, ist es hier ein bisschen mau. Also sowas, was Drops und so angeht. Das ist, dünne. Nein, da möchte ich nicht runterspringen, ist doch zu hoch. Da-da-di-da-dam. Okay. Da unten ist noch irgendwie eine Farm. Hier ist noch ein Häuschen, da können wir wahrscheinlich auch nicht rein, ne? Nein, können wir auch nicht rein. Alles klar, dann gucke ich nochmal einmal in die Hütte und dann würde ich sagen, starten wir durch. Wieder Häme. Es wird ja auch schon langsam dunkel und ich möchte ja das Erz noch einschmelzen. Ich speichere mal gerade. Sodele. Saving. Fertig. Game saved. Sehr nice. So, die haben mich bestimmt rennen hören. Das heißt, die kommen jetzt gleich und sagen Hallo. Bin mal so frei und lade nach. Das klingt nämlich, als wäre da noch jemand. Tag auch. Ja, nachladen. Noch eine Kartoffel. Ich denke, wir gucken dann auch mal... Was ist denn hier verbarrikadiertes? Ist? 9 mm Einzelpatrone. Na toll. Warte mal. Wir knabbern ein bisschen. Wir ziehen uns mal gerade was zu futtern rein. Dann haben wir nämlich nochmal Platz. So, dann geht's uns richtig gut. Sehr schön. Und hier haben wir nämlich 9 mm Patronen. Einzelne. Ja, haben wir jetzt 2. Okay. Können wir hier... Nein. Nein, das Haus ist wirklich massiv gebaut. Autos können wir mit der Axt zerschlagen. Holzbretter vor der Holztür nicht. Na gut. Wenn sie meinen, dass das so sein muss, dann muss das so sein. Hier ist auch keiner. Das brauchen wir nicht. Das brauchen... Ja, gut. Können wir eh stecken. Ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ist auch nicht nötig. Das... Ah, hier ist wieder... Die Texturen sind von hier drauf geknallt. Sieht voll gut aus. Und dann guckst du und... Das ist nicht so pralle. Egal. Das kütt. Ja, ist Early Access. Das wird noch. Was haben wir hier Schönes drin? Ah, dich können wir auch stacken. Euch können wir auch stacken. Sehr schön. Und nischt. So, was haben wir dann hier unten noch? Hallo? Da ist auch nischt. Nichts Wichtiges. Oh, hallo. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir... Oh. Ja, komm. Eine der vergammeligsten Kartoffeln lassen wir hier. Ich wollte zwar mit den Kartoffeln ein bisschen was ausprobieren, aber da reichen ein, zwei. Ja, eine Dose Cola brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich kann den Fridge aufmachen hier. Okay, cool. Ah, Salz. Ich hätte zum Auto gehen müssen. Verdammte Tat. Ja gut, wir haben eigentlich gut Salz. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber weißt du was? Wir haben so viel Batterien. Die schmeiße ich mal weg. Das Salz nehmen wir mit. Die ganzen Schokoriegel sind eigentlich irrelevant. Salz ist immer gut,
Zucker. Das geht so. Das geht so. Hier kommen wir auch nicht dran. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Ja, komm, dann lassen wir gut sein hier. Da hinten steht unser Autochen. Hier ist das Militärcamp. Und hier haben wir geparkt. Hier haben wir geparkt. Kann ich hier denn gerade noch ein paar Sachen so wegsteckeln? Da kann ich noch was wegsteckeln. Das ist sehr gut. Das kann ich auch noch wegsteckeln. Kartoffeln haben wir noch reichlich. Munition ist so eine Sache. Salz können wir auch noch wegsteckeln. Ja, das ist ja schon mal ein bisschen was. Das andere brauchen wir jetzt nicht zwingend, beziehungsweise hier können wir noch mal hinkommen. Hier können wir noch mal hinkommen. Okay, ich wollte eigentlich hier das hier hinten dann weiter erkunden. Das machen wir aber morgen. Es ist schon duster und wir haben Erz. Wir haben Erz. Wuhu! Das heißt für mich auf jeden Fall... Ja, hier liegen schon die ganzen Batterien, die wir haben liegen lassen. Dass wir Erz haben, heißt für mich, es geht weiter voran. Und wenn es weiter voran geht, ist das gut. Oh, hier müssen wir ein bisschen über den Bordstein fahren. Passt schon. So. Hoppala, Schlagloch, Vorsicht. Oh, und jetzt ab nach Hause. Heizen wir gen Heimat. Altes Wasser haben wir auch mitgenommen. Das heißt, wir können auch in naher Zukunft Bandagen selber machen. Finde ich sehr gut. Dann können wir noch ein bisschen unvorsichtiger sein, als was eh schon sind. Dann können wir noch unvorsichtiger sein, als wir eh schon sind. Das ist hervorragend. Ach sieh, ich danke. Ey, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, denke ich, Alter, wer rennt da rum? So, alles klärchen. Dann können wir hier mal ein bisschen, das trocknet noch. Können wir hier mal ein bisschen wegpacken. Zutatenschrank, Salz habe ich jetzt im Auto gelassen. Ja, toll. Okay, warte. Wir müssen ja auch erstmal hier in Inlet schmelze. Eisen. Was? Vier Erz für einen Barren. Ihr habt doch einen am Murmel. Okay, machen wir das. Ach, was? Warte mal, Split Half. Einer. Null. Zwei. Auch null. Vier sind einer. Split Half. Alter, das ist nicht wahr. Was? Zweimal Messing gibt einen Messingbarren. Viermal Eisen gibt einen Eisenbarren. Und achtmal Kupfer gibt nur einen Kupferbarren. Was? Da müssen wir ja 5000 Mal hinrennen. Boah, voll nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, komm. Machen wir. Mehr haben wir nicht. Es geht nicht anders. Alles klar. Ich werde hier aber, wo ich gerade dabei bin, könnten wir hier auch nochmal verbinden. Fertig. So, und wo ich gerade dabei bin, könnten wir, ich stehe ja so auf Schränke, dann machen wir hier noch eine kleine Kommode. Packen wir hier noch mit an die Schmiede.
Da brauchen wir noch 8 Bretter für. Haben wir bestimmt irgendwo. Irgendwo werde ich Bretter haben. Irgendwo werde ich Bretter haben. Nicht genug. Okay, dann sägen wir uns gerade ein paar Bretter, ist egal. Sägen wir uns gerade ein paar Bretter, ist kein Ding. Achso, hier kann ich ja auch wieder raus, das ist ganz praktisch. Man muss nehmen, was man kriegen kann, gell? So. Und dann können hier nämlich die Erzis rein. Sehr gut. Und das kann so vor sich hinschmelzen. Wie lange dauerte das? 14 Minuten. Ah, die sind fertig, ja? Die sind fertig, das dauert noch 12 Minuten. Okay, das ist... Ja, zumindest die Schmelzzeit ist jetzt nicht so tragisch. Die Schmelzzeit ist nicht so tragisch. Aber das Material, was du dafür brauchst... Warte mal, ich brauche hier... Da brauche ich 2 von jeder Sorte. Das heißt, für Kupfer brauche ich, muss ich 16 Erz sammeln für die 2 blöden Kupferbarren für das Ding. Alter Leute, man kann es auch übertreiben. Liebe Entwickler, anpassen. Aber Dalli, das geht mal gar nicht. So 2 Erz für einen Barren oder so, das ist ja in den meisten Spielen so. Aber 8 Erz für einen blöden Barren? Und dann brauche ich allein für den blöden Tisch hier schon 2 Barren, was? 16 Erz und es gibt nur ein Erzvorkommen auf der ganzen Karte oder so. Und dann 16 Erz für einen Tisch. Ja, ne, ist klar. Alter, voll nicht euer Ernst. Voll nicht euer Ernst, Leute. Mann, 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 Mann. Das ist echt harter Tobak. Okay, dann knallen wir die Dinger hier noch rein. Schön. Die knallen wir hier noch mit rein. Auch schön. Dann haben wir... Achso, dann, genau. Dann haben wir hier, da haben wir dann da noch Dosen von. Die Kartoffel. Können wir Harvest Kartoffel? Kriegt da irgendwas raus? Nee, ne? Nein. Kann ich Kartoffel in Falle... Das probiere ich gerade noch und dann gehe ich nämlich erst pennen. Kann ich Kartoffel in Falle? Discard? Ich lasse es mal so. Kein Plan. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Nur mir fällt gerade echt nichts Besseres ein. Ich pack die Kartoffeln darin. Keine Ahnung. So, der ist im Zweifel wahrscheinlich fertig. So, da haben wir auch 2. Damit ich mir keinen Gedanken drum machen muss, wie ich die ganzen Sachen lagere. Verbraten wir das hier schon mal größtenteils. Und Messing war... Messing ist im Zweifel für Patronenhülsen. Das packe ich hier mal zu. Muni packen wir hier mit rein. Da packen wir das drauf. Alles gut. Okidoki. Dann Hausapotheke. Da. Da, 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 da. Okay, das war Hausapotheke. Dann Zucker habe ich hier bei Destille. Destille mit Pille. Natürlich hier. So. Und was haben wir denn hier noch? 10 mal 10 Liter unreines. Jetzt ist das wieder leer. Also es wird noch angezeigt, dass drin ist, aber ne, das... Ja, ihr seht das da unten. Hier hingucken. Da, das muss ja so aussehen. Und hier sind aber die leeren Eimer vom Symbol her. Das passt nicht so ganz. Aber nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Das ist jetzt nicht so dramatisch.
das und das und das und das. Was haben wir hier noch alles? Das hier Döns und das hier Döns und das hier Döns. So, hier haben wir noch... Nee, Zündkerzen hatte ich gar nicht mit. Räder habe ich nicht gebraucht. Batterie habe ich weggeschmissen. Motor. Ein Motörchen. 33 ist nicht pralle, aber besser als nichts. Werkzeug habe ich gerade keins über. Nein. Na, ah, ich brauche immer noch einen Schrank für Sachen, die fertig sind. Das habe ich hier noch beim Lederbeine. Kann ich die denn stacken? Natürlich nicht. Na, wie komme ich denn da dran stacken? Hallo? Ja, ich weiß. Ach, da war der Wunschvater des Gedanken. Entschuldigung. Ach, du Schande. Ach, du... Boah, was? Jetzt wird's aber langsam kriminell. Komm, das Futter packe ich hier mit zu. Ja, so. Klamottenschrank. Sie pennt schon wieder hier. Mädel, hast du nicht eine Zuweisung für den Raum? Zweite Etage? Da, Kate. Raum 2, Kate. Mädel, dein Bett ist fertig. Du hast eine Raumzuweisung. Du musst hier nicht in der Gegend pennen. Oh, wir haben schon wieder 22 Uhr. Ich muss gleich mal zusehen, dass wir hier auch in die Haia gehen. Da starten wir dann aber vorher mal gerade hier die Glück. Na, 10 Liter rein. So, 10 Liter inne. Wie viel können wir denn da noch reinpacken? ...16 Liter gehen rein. Okay. Das ist vollkommen in Ordnung. So können wir wenigstens ein bisschen mehr machen. So, 10, gib rein. Zack. Hiervon auch nochmal. 4, mehr geht nicht. Achso, mehr ist nicht mehr im Eimer. Haha. Haha. Ha. So, und dann 3, 4, was weiß ich, ist egal. Es gehen nur 2, ne? 16, ja, alles klar. 16 Liters. Alles klärchen, da brauche ich 4, 4 und ein Streichholz. Streichhölzer müssten wir reichlich haben. Da. Nein, 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 das hatten wir hier. Hier hatten wir das und... Ja, fast. Ich muss noch ein bisschen Holz hacken. Ich muss noch Holz hacken, ich muss noch Holz hacken. Alter, wie viel Salz wir haben. Da müssen wir mal ein bisschen was von verbrauchen. So, komm, dann machen wir hier noch... nein. Hier mache ich dann noch... Nein, war doch richtig. Hier das hin und das hin. Das andere Gedöns kam woanders hin. Die Kartoffeln, die können wir eigentlich noch mit in den Kühlschrank packen. Ich hoffe, die halten dann auch länger. Weil die sind schon wieder am Verjammeln. Hier kommt die Dose noch mit rein. So, und dann haben wir hier noch ein paar Steinchen. So. Und Federn. So. Und so. Nö. Das war's nicht. Hier wollte ich hin. So und so. Und hier können wir auch bald wieder ein bisschen was von einschmelzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vorräte en masse, das liebe ich ja. So, das nehmen wir alles mit. Hier haben wir noch Altglas. Zucker hatte ich keinen mehr dabei. Hier hatte ich noch nichts reingefüllt, ne? Nee. Okay, dann muss ich... Ich muss gerade noch mal ein bisschen Holz hacken. Ich weiß, das ist eigentlich überhaupt nicht Sinn der Sache. Muss ich morgen auch noch Bäume fällen. Es ist schon super spät, aber ich muss Bäume fällen.
Wir nehmen die Abkürzung. Wir nehmen die Abkürzung. So, und dann machen wir hier nämlich das mal an. Distill. Und hier auch, Distill. So, und dann kann das nämlich schon mal laufen. Können wir hier die Reste gerade wieder neu packen. Und hier die Reste neu packen. Und da die Reste neu packen. Na, das ist ja wirklich reichlich. So, dann... was habe ich hier noch? Das habe ich da noch. Das, Und Nägel geht auch nicht mehr, ne? Schade. Haha, schade. Müssen wir gucken. Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen. Das kann durchlaufen bis morgen. Wir verhungern auch nicht bis dahin. Alles klärchen. Wir verbinden uns nochmal. So, zack. Kurz verbinden, dann heilt das besser. Und dann können wir pennen gehen. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist meine Frau geblieben? Alles klar. So. Und ich wünsche auch euch eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.